Hier haben wir wieder unsere Aluplatte mit den 60 mm Breite und die haben wir gerade mit einem Messschieber gemessen. Messschieber ist sowas hier. Das kann man auf und zu machen. Und damit kann man dann die genauen Millimeter messen. Damit haben wir gemessen, wie lang das ist. Und das waren 160 mm. Und es soll 90 mm lang werden. Und dann haben wir die Differenz eingestellt. Und jetzt haben wir gerade schon mal eine Aluminiumplatte reingelegt wieder. Und die wird der Max jetzt wieder stanzen. Das Ganze runter. Und dann fällt das hier unten rein. Vorher-Nachher-Vergleich. Ist kürzer geworden. Und das machen wir mit der anderen Aluplatte jetzt auch noch. Wir wollen jetzt das Metall biegen, so wie wir eben den Winkel gemessen haben. Und wir biegen das an der Stelle, wo wir mit dem Höhenreiser die Markierung gesetzt haben. Und an der Stelle, wo die Markierung ist, legen wir das genau hier rein. So, dass es bündig ist. Und dann kann der Max hier drüben zukurbeln. Dann wird das hier eingespannt. Und wenn der Max jetzt auf die Stange drückt oder hochzieht, eher gesagt, dann kann man hier den Winkel lesen. Und der Winkel ist dann so groß wie das, was wir hier gebogen haben. So, und so sieht es dann aus, wenn es fertig ist. Jetzt machen wir hier oben noch eine Fuge rein und hier oben zwei Löcher für zwei Schrauben und dann ist das eine Wandhalterung für zum Beispiel Jacken. So, wir haben jetzt hier die Aluplatte gekörnt und haben wir hier auch einen 3,5 mm Bohrer eingespannt. Das will der Max jetzt bohren, damit wir dann Schrauben reindrehen können und das an der Wand befestigen. Jetzt haben wir hier die Löcher gebohrt und da die Kanten noch ein bisschen scharfkantig sind, wird das jetzt noch entgratet. Dazu nimmt man dieses Teil und kann das da reinstecken und dann ein bisschen Druck drehen und dann sind die Kanten nicht mehr so scharf. So, jetzt haben wir hier eine Kufe reingemacht. Ach jo. Und jetzt will der Max das Dreieck oben drin auslegen. So, wir haben jetzt hier noch das Aluteil gefeilt und geschliffen. Einfach, damit wir die Kanten nicht so kantig sind. Also, dass die nicht so spitz sind, dass man sich nicht so leicht verletzt dran. Und ja, der Max ist auch gerade noch dran.